Der sagt was an. Beim Gebet geht man als erstes mit den Händen nach unten oder und dann lässt man die Knie folgen? Na, mit was geht man als erstes herunter? Mit den Knien oder mit den Händen? Das ist eine Diskussion, die bei vielen Leuten Probleme auslöst. Und das nur deswegen, weil wir kein Wissen haben. Möge Allah uns Wissen geben. Liebe Geschwister, mehr als einer von Ahlul Ilm, von den Gelehrten, hat den Ijma' übertragen, das heißt den Konsens der Gelehrten, dass das richtig ist und das richtig ist. Was auch immer du machst, ist richtig. Wenn du mit den Händen zuerst heruntergehst, das ist richtig. Und wenn du mit den Knien heruntergehst, das ist richtig. Wir meinen mit richtig, dass dein Gebet damit gültig ist. Das hat mehr als einer von den Gelehrten als Ijma' übertragen und Sheikh al-Islam rahimullah ta'ala hat dieses gesagt, liebe Geschwister. Die Gelehrten, sie haben gesagt, dass diese Sache eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten ist, von den früheren bis zu den jetzigen. Und hier geht es nicht darum, was verpflichtend ist. Hier geht es darum, wie die Gelehrten sagen, Imam al-Nawawi und Sheikh al-Islam und andere, sie sagen, es geht hier nicht darum, was verpflichtend ist, sondern was besser ist. Also um was geht es letztendlich um? Dass man näher zur Sunna ist. Und diesbezüglich, ob man zuerst mit den Händen oder mit den Knien heruntergeht, gibt es verschiedene Überlieferungen, liebe Geschwister. Eine zum Beispiel von Wa'il ibn Hijr, radiyallahu anhu anba, dass er sagte, dass der Prophet Muhammad s.a.w. mit den Knien zuerst runtergegangen ist. Diese Überlieferung ist klar da'if, ist klar schwach und nicht authentisch. Dann gibt es eine andere Überlieferung von Abu Huraira radiyallahu anhu anba, der sagte, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, man geht zuerst mit den Händen herunter und dann mit den Knien. Auch in dieser Überlieferung gibt es Schwäche, wie manche Gelehrte angefügt haben, unter ihnen auch Imam al-Bukhari rahimullah ta'ala. Aber diese Überlieferung, die zweite, ist authentischer im Grad. Bedeutet nicht, dass sie absolut authentisch ist, sondern sie ist authentischer als die erste Überlieferung. Und insofern, wallahu ta'ala ala wa ala, was näher zur Sunna ist, ist, dass man zuerst mit den Händen heruntergeht und dann mit den Knien. Wer auch immer mit den Knien zuerst heruntergeht, du darfst ihn nicht kritisieren. Und wer auch immer mit den Händen heruntergeht, du darfst ihn auch nicht kritisieren. Denn wir haben gesagt, von beiden ist das Gebet richtig. Es geht nur darum, und das ist das Richtige, was ist näher zu Sunna. Und näher zu Sunna, wallahu ta'ala ala wa ala, ist, dass man erst mit den Händen heruntergeht. Wallahu ta'ala ala wa ala.